Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Lufia Anhöhle. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, ein paar Erzunholde umzuknüppeln und zu überleben. Deswegen werden wir es jetzt nochmal versuchen, denn ich möchte in diesen Raum da hinten. Da ist bestimmt was voll Cooles versteckt. Ja, voll cool. Und Selan, kannst du zufällig Himmelskraft? Nein, kannst du nicht. Schade. Wäre ja zu cool gewesen. Donner. Das ist vollkommen in Ordnung. Setz ruhig Donner ein. Ja, kein Problem. Und Poken. Perfekt. Das ist mir eigentlich am allerliebsten von deinen ganzen Attacken. Lieber Erzunhold mit dem rosa Nagellack. Dass ich immer noch etwas seltsam finde, aber okay. Warum nicht? Warum nicht? Fuhr mir jetzt Chaos ein. Yay! Und der da hinten ist einfach mal gestorben von den ganzen Angriffen, die auf alle gingen. Und er ist tot. Sehr gut. Das ging schneller als erwartet. Sehr schön. Yay! Und wir finden das Deka-Schwert. Das wirklich sehr cool ist. Leider haben wir keinen Deka dabei. Weswegen uns das nichts bringt. Yay! So, ich glaube, die Treppe hatten wir auch schon gefunden irgendwo. Hier, genau. Treppe, abwärts, nächste Ebene mit... Oh, sehe ich da etwa Magiepunkte? Hast du dich auf der Truhe festgeglitscht, Kumpel? Ha. Hallo, Magiepunkte. Ich habe Selan nicht geheilt, ich Genie. Oh, wow. Ich hau trotzdem mal drauf. Selan kann sich selber heilen. Selan, heil dich mal selber. Das kriegst du hin, oder? Du bist schon groß, das kannst du. So. Ich würde sagen, ein oder zwei töte ich, danach sauge ich welche aus. Vor allem mit Maxim. Maxim fehlen ein paar Pünktchen. Yep. Athea und Selan fehlen auch ein paar Pünktchen, aber ein paar so wenige, dass es sich fast schon nicht lohnt. Fumi wird ab. Na gut. Wer ab, mein kleiner Freund. Ist in Ordnung. Aber bitte nicht wegrennen. Wow, hat der Thea gar nicht getroffen. So, nein. Na warte, das klaue ich mir zurück. Erstmal draufhauen. Ja, ich bekomme den linken kaputt in der Runde. Vielleicht hätte ich den rechten zuerst kaputt machen sollen, weil der mehr Schaden nimmt, weil er weiter vorne steht. Aber egal, geht auch so. Kein Problem. Frostfluch. Ihr greift erstaunlich oft an heute. Das macht ihr sonst nicht. Geil, hat er richtig Schaden. Das ist ja nicht normal. Ha. Gut, Maxim, du fängst schon mal an zu klauen. Bei dem da, falls er noch leben sollte, wenn du dran bist. Aber ich denke schon. Schauen wir mal. Und, ja. Magiepunkte. Nom, 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 nom. So, sind die wieder voll jetzt? Sollte eigentlich, oder? Jawohl, sehr schön. Und jetzt gehst du down. Nach Fumis Schlag. Nicht. Er wehrt ab. Okay. Wehr ab. Das ist in Ordnung. Ach, Athea, dann klau dir halt auch noch. Dem du jetzt beklaut wurdest. Das können wir nicht so auf uns sitzen lassen. Definitiv nicht. Und Selan klau auch noch. So. Maxim, du haust drauf. Yay. Magiepunkte. Ich glaube, man kann nie genug Magiepunkte haben. Was heißt, man kann nie genug? Man kann nie zu viel Magiepunkte haben. So war es gemeint. Schon gar nicht in der Anhöhle. Da ist man über jede Heilung froh, die man bekommt. Und Magiepunkte sind nun mal Heilung. Aha. Und jetzt geht der bitte echt immer noch nicht kaputt? Na gut. Und jetzt haben wir den coolen Rechten, der die ganze Zeit einfach nur abwehrt. Meinetwegen. Wehr ab, ist mir recht. Ich hätte geil vielleicht mal heilen sollen irgendwann zwischendurch. Naja. Kein Problem. Alles kein Problem. Das kriegen wir hin. Geil. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und Erfahrungspunkte und ein Level Up für Fumi. Yay. Was ist hier drin? Eine Wunderfrucht? Nein, ein Dolch. Yay. Juhu, ein Dolch. Huhuhu, huhuhu, huhuhu. Heilen, 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 nochmal heilen. So, habe ich eigentlich die ganzen Zauber sortiert, die noch? Ich glaube, bei Athea Champion noch auch oben. Genau, okay. So, da oben ist eine Tür. Da unten ist voll die Monsterparty. Und da rechts ist eine Tür. Fangen wir oben an. Das ist dann vermutlich die gleiche Tür hier. Ah, okay. Und da ist auch nochmal... Oh Gott. So viele Wege. Tür. Großer Raum mit einer Kiste. Zaubertrank. Yay. Gibt es eigentlich noch Heilfelder auf diesen Ebenen? Ich habe lange keins gesehen. Sehr lange keins gesehen. Wann war das letzte Heilfeld da? Erinnert sich irgendjemand an das letzte Heilfeld? Ich erinnere mich nicht. Hier sind
Testen. Cool. Und keine feine Glücksklinge. Ist die gut? Eisenrüstung. Ist die gut? Schauen wir mal. Rüstung. Ist eigentlich, wenn ich auf optimal gehe, werden auch die Juwelen ausgetauscht? Ich teste mal. Nein, scheinbar nicht. Okay. Bei Thea mache ich... Weil, machen wir mal. Ja, es hat natürlich die Armbrust weg. Ich will schon die Armbrust haben. So ist es nicht. Optimal. Okay, optimal. Tut sich nichts. Gut. Oder auch nicht gut, wie man es nimmt. Naja. Hätte mich auch gewundert, wenn wir irgendwo super duper mega coole Ausrüstung jetzt gehabt hätten. Und hey, kann ich mitmachen bei eurer Party? Oh, du bist ja ganz alleine. Kein Wunder, dass du dir Drachen suchst, um mit ihm Party zu machen. Kann ich vollkommen verstehen. Ah, ganz allein gelassen mit seinen anderen Teufelfreunden. Das ist nicht nett von denen. Und Fumiwett ab und Frostbuch. Warum zaubert ihr so oft heute? Das macht ihr sonst nicht. Und irgendwie nimmt Atea kaum Schaden von denen. Das ist cool. Dafür Guy umso mehr. Guy hat generell nicht so eine gute Magieabwehr. Dafür hat er viele KP, also das gleicht sich halbwegs aus, aber naja. Ein Drachi. Ich habe keine Angst vor den Drachen und ich habe Angst, dass ich es irgendwann bereuen werde, dass ich keine Angst habe. Schauen wir mal. Glanzdrachen und Golddrachen. Golddrachen, ich glaube, du bist neu. Sollte mir das Angst machen? Ich gehe mal davon aus, dass mir das Angst machen sollte. Selan! Terror auf den Glanzdrachen. Und der Rest haut bei den Golddrachen. Okay. Atea macht dem Golddrachen Schaden. Das ist schon mal gut zu wissen. Selan? Terror. Maxim macht auch gut Schaden. Und Guy macht sowieso gut Schaden, wollte ich gerade sagen, aber er trifft nicht. What? Guy, warum triffst du nicht? Das bin ich nicht von dir gewohnt. Terror. Kann Maxim mich auch Terror? Oh. Testen wir mal bei dem anderen. Vielleicht glaubt das ja. Man weiß ja nie. Selan, Terror. Immer da oben Terror steht, kriege ich voll die Panik. Ich denke, oh nein, die Feinde setzen Terror ein. Dabei bin ich das ja auch schon wieder daneben. Selan, was ist denn los mit dir? Das bin ich nicht gewohnt. Und? Oh, okay. Wow. Wow. Hatte Guy schon immer so Probleme, diese Drachen zu treffen, oder? Ich bin irritiert. Ich bin sehr, sehr irritiert. Kannst du auch Terror? Ich glaube nicht, ne? Nee, er kann ja die Lichtzauber. Okay, dann Selan, Terror, Maxim, Terror. Ich werde also versuchen, die Golddrachen auch einfach mit Terror zu besiegen. Keine Ahnung, ob die irgendwas Brutales können. Der war jetzt nicht so brutal, aber... Selan, was ist denn los? Im letzten Part lief es so gut und jetzt läuft es überhaupt nicht. Mann, du zerstörst meine Terrorstatistik. Und Guy, warum triffst du die Drachen nicht mehr? Wenn es so weitergeht, bringt Atea den Drachen noch um. Was kein Drama wäre, aber trotzdem. Terror, enttäuscht mich nicht. Yay, Schaden. Selan, bitte. Bitte. Ich weiß, dass du das kannst. Ja? Nein. Maxim? Kannst du das vielleicht besser als Selan? Ja? Ha? Dankeschön. Das hat mir zu lange gedauert. Das ist nicht gut. Das wird nicht zur Gewohnheit werden. Hier, Selan, nee. Ich glaube, ich will mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. So geht das nicht. Der da unten sieht aus wie, ich bin quasi eine laufende Instant-Killer-Attacke. Eisenpanzer. Klingt schwach. Heilfeld? Natürlich nicht. Warum auch? Du teleportest, das gefällt mir nicht. Geh weg. Ich habe Angst vor dir. Ebene 88. Der Boden hat sich geändert. Ahnenschwert. Das klingt cool. Bist du cool? Ahnenschwert. Da. Nein. Kannst du irgendwas cooles? Legendäre Waffe. Aha. Schlachtruf. Ein Sechstel. Ich glaube, die Mythenklinge hatte ein Viertel. Das ist cooler. Aber vielleicht will jemand anders das haben. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Nö. Keine Lust. Drachi. Tür. Okay.
Fange mit der Tür an und finde nichts. Gut. Ein Gang abgehakt. Dann. Ich glaube, ich will das an die Kiste, weil ich da was voll Cooles drin. Zum Beispiel eine Wunderfrucht. Ja, ich gebe es nicht auf mit der Wunderfrucht. Ich gebe es nicht auf. Hi, Drache. Hi. Rostdrachen und Ernstdrachen. So, Rostdrachen, du konntest, glaube ich, Spiegel? Wie auch immer. Hauptsache nicht den Rostdrachen anzaubern. Und deswegen werde ich jetzt auch nur mit Seele anzaubern. Weil falls den dann jetzt trifft mit Terror und der Drache dann stirbt und dann Maxim auch noch Terror macht und der andere vorher Spiegel macht, dann geht Terror ja zurück und ich glaube, ich denke zu weit, aber egal. Und Selan trifft nicht. Selan, was ist heute los mit dir, Sag's mir, mein Kindchen, was ist dein Problem? Sprich dich aus. Sag es mir und dann können wir das irgendwie bestimmt klären und dann haben wir kein Trauma, weil dein Terror nicht mehr trifft und die Drachen uns auf einmal Probleme machen, was sie vorher nicht taten. Okay, alles gut. Terror, danke. Komm schon, Selan. Ich weiß, dass du es kannst. Du hast uns im letzten Part bewiesen, dass du voll cool treffen kannst mit Terror. Ja, gegen diese Glanzdrachen, gegen genau diese da. Vielen Dank, geht doch. Wunderbar. Ob man die Rostdrachen auch mit Terror besiegen kann? Ich würde mich eh nicht trauen wegen Spiegel. Das ist zu gefährlich. Und das tut, glaube ich, auch weh. Ja, au. Das tut ganz schön weh. Also, es ist nicht schön, aber es tut weh. Aber wir sollten auf jeden Fall noch eine Attacke davon überleben. Deswegen hauen wir jetzt erstmal drauf, bevor wir heilen. Vielleicht geht er ja kaputt. Nein, aber er pokt nur. Okay. Aber vielleicht geht er jetzt kaputt. Jetzt. Danke. Und 39 Erfahrungspunkte. 39.000. 39 wäre ein bisschen wenig zu diesem Zeitpunkt des Spiels. So ein ganz klein bisschen wenig. Maxim, heilen. Vielleicht sollte ich mal mit Athea heilen. 200, ja. Ja. Weil ich mit Maxim jetzt ja doch anfange, auch manchmal Terror einzusetzen. Deswegen sollten wir vielleicht seine Magiepunkte nochmal ein bisschen in die Richtung aufsparen. In Richtung Terror sparen. Aha. Eine Riesenaxt. Yay, die ist bestimmt voll doof. Also was nur daran liegt, dass wir voll die coole, krasse Ausrüstung haben und dann klingt Riesenaxt nicht unbedingt besser. Ganz Drachen. Yay. Terror? Terror. So, Selan, du musst jetzt treffen, sonst bist du genauso ein schlechter Zauberer wie Maxim. Zaubererin wie Maxim ein Zauberer ist. Das willst du nicht sein, oder? Scheinbar doch. Ach, Selan. Selan, warum triffst du nicht mehr? Oh, Maxim trifft auch nicht. Und Guy trifft überhaupt keine Drachen mehr irgendwie. Das gefällt mir nicht so ganz. Au. Dieser Schaden gefällt mir auch nicht so ganz. So absolut nicht. Wow. 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 Okay. Geil, ja, und ich triff das zu verteidigen. Ich glaube, das ist das erste Mal im gesamten Spiel, dass ich verteidige. Champion auf alle. Terror auf. Ich glaube, wenn ich auf alle gehe, wird es noch schlimmer. Gehen wir nur auf einen und Maxim geht auf den anderen. So. Jetzt aber. Komm schon. Selan, Maxim, ich verlasse mich auf euch. Ihr müsst das jetzt irgendwie hinkriegen. Und die Party retten, bevor noch etwas Schlimmes geschieht. Bitte. Danke. Maxim, was deine Frau kann, kannst du auch, oder? Oder? Nein, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. So, mal gucken, ob Abwehren auch bei Zauberattacken hilft. Bei Guy? Ja, das war auf jeden Fall weniger Schaden als vorher. Fumi, nein. Fumi. Draufhauen. Heilen? Ich heile lieber mal. Ich bin gerade ein bisschen ängstlich. So ein bisschen. Sind halt doch Drachen. Man sollte Drachen nie unterschätzen, auch wenn sie nicht ganz so brutal wirken. Besser ist es. So, voll geheilt. Und jetzt trifft Selan bitte wieder mit Terror, denn Selan trifft quasi immer mit Terror. Hab ich recht? Nein, hab ich nicht. Aber Maxim, hab ich recht? Nein. Das ist nicht so cool.
absolut nicht. Terror. Terror. Wahrscheinlich wäre jetzt schon tot, wenn ich immer mit allen draufgehauen hätte. Wenn die anderen überhaupt treffen, ich weiß gar nicht, ob die anderen treffen. Geil, trifft der irgendwie. Sind die immun gegen Feuer oder gegen Schwerter oder... Ah, vielen Dank. Selan hatte die Güte, mal zu treffen. Sehr nett, Selan. Triff bloß nicht zu früh. Mach's ja spannend. Du willst doch nur das Video die Länge ziehen, Mann. Gib's zu. Okay, Tür. Noch ein Drachen. Yay. Noch mehr Drachen. Das ist nur einer. Okay, verteidigen. Du haust mal drauf. Wobei... Verlassen wir uns auf Terror? Verlassen uns eigentlich auf Terror. Du kannst du eigentlich auch verteidigen. Terror und Terror. So. Jetzt werden Selan und Maxim das schon irgendwie tot kriegen und wenn nicht, werden zumindest Gaia und Atea überleben. Ach, Selan, was ist denn los heute mit Terror? Ist das irgendwie tagesabhängig oder so? Ah, Maxim hat getroffen. Sehr schön. Vielen Dank, Maxim. Geht doch. Zwei Türen. Oder drei Türen. Oh Gott, drei Türen sogar. So, kommen wir hier irgendwie hin, wo wir schon waren. Genau. Hatten wir die Treppe schon gefunden? Ich glaube nicht. Ha. Schauen wir erstmal hier. Und finden eine Kiste. Yay. Mit einem Eisenhemd. Ich habe gerade Helm gelesen. Dachte, yay. Ich glaube, wir haben noch nicht so viele Helme. Aber es ist nur ein Eisenhemd. 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 Nope. 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 Wäre ja auch so schön gewesen. Oh, noch eine Kiste. Ein Abendkleid. Really? Selan, willst du ein Abendkleid anziehen, eventuell? Man weiß ja nie so genau. Irgendwo ist es bestimmt da. Nope, kann es irgendwas Cooles? Gigakraft. KP auffüllen. Ja, okay, das ist schon cool, aber nee. Nee, hi Drachi. Ah, Rostdrachen. Yay. Und der Golddrachen. Okay. Ich glaube, ich versuch's weiter mal mit Terror bei dem Golddrachen, weil wer weiß, was der so tut. Und den anderen können wir ja in Ruhe verprügeln. Und ich hätte nicht mit beiden Terror machen sollen, weil bis der Spiegel kommt, haben wir ein Problem. Oh oh. Okay. Trifft sowieso nicht. Ah, Maxim trifft jetzt richtig. Ja. Nein. Aber geil, trifft zumindest den Drachen. Und der hat Spiegel gemacht. Das ist uncool. Abaddon. Das ist auch uncool, glaube ich. Macht das viel Schaden? Ich kann die Golddrachen noch nicht einschätzen. Oh, das war schon Schaden. Sternstaub. Oh, das sieht auch schmerzhaft aus. Ja, das ist sehr schmerzhaft. Und du greifst nochmal an. Wie oft greifst du bitte an? Fumi, bleib hier. Oh. Okay. So, Selan, du machst Terror auf den da hinten und Maxim, du musst leider angreifen. Ja. Ich hoffe, der Typ hat Spiegel nur auf sich selbst gemacht, oder? Sag mir bitte, dass der Spiegel nur auf den... Ja, okay. Nur auf den einen Drachen ging. Gut. So, dass der eine Drache bitte kaputt geht jetzt? Natürlich nicht. So langsam mag ich die Drachen auch nicht mehr. Aber irgendwie muss ich ja noch an ein paar Erfahrungspunkte rankommen, weil sonst, wenn dann so quasi Feinde direkt auf der Treppe stehen, wir die bekämpfen müssen wir da ja irgendwie durchkommen. Was schlecht geht, wenn wir keine... Aber wenn wir nicht genug gelevelt haben vorher, so, ich kann schon gar nicht mehr reden vor lauter Panik vor diesen Drachen. Champion! Los, Atea, heil durch! Okay. Selan, bitte triff jetzt. Es ist wichtig. Äußerst wichtig. Wenn der kaputt gehen würde, wäre auch schon mal sehr cool, weil dann könnte ich nämlich mit Maxim auch Terror machen. Natürlich lebt der auch immer noch. Meine Güte. Au. Uriel. Das wird den Angriff, oder? Das ist überhaupt nicht gut. Überhaupt gar nicht gut. Und du spiegelst nochmal. Das geht nicht. Wahrscheinlich, weil du schon gespiegelt bist. Ja, ist klar, ne? Er ist gespiegelt. Champion. Terror. Draufhauen.
Vielleicht sollte ich mit Maxim heilen, mit Atea angreifen, weil Atea zumindest beiden Schaden macht. Und vielleicht könnte sie dann einfach mal treffen. Dann wäre das Problem erledigt. Vielen Dank. Braucht doch Zeit. Ah! Geil, bring's zu Ende, bitte. Vielen Dank. 45.000 Erfahrungspunkte, okay. Das lohnt sich dann doch. Und wir sind geheilt. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, wir stellen uns mal noch an die letzte Tür, wo dann hoffentlich die Treppe auch drin ist. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, was wir in diesem Raum noch alles cool finden werden. Vielleicht eine Wunderfrucht? Nein, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Irgendwann finden wir noch eine. Hoffe ich mal. Denke ich mal. Wir werden sehen. Also dann. Ciao, ciao.